Herzlich willkommen zurück zu LS17, ja, auf der Map Sivas Husum. So, ja, was soll ich sagen? Ihr habt bestimmt alle fleißig das Special-Spezialvideo zu den Gold Nuggets gesehen. Ich musste mir einen Kredit von 700.000 Euro aufnehmen, um die 1 Million zu kriegen. Jetzt haben wir noch 372.000 Euro über, die wir für unseren Fuhrpark nehmen können, da wir ja einen Drescher mal kaufen wollten. Und vielleicht noch ein Feld und ein paar Tiere. Ich glaube, aber das mit dem Feld, das sieht nicht mehr ganz so gut aus. Da müssen wir mal gucken. Aber erstmal werden wir mal schnell unseren Traktor pflegen. Hier drin müsste doch genau der Kercher sein. Werden wir erstmal kurz ein bisschen Fuhrparkpflege betreiben, dass wir den erstmal sauber haben. Dass wir den auch gleich in der Halle stellen können. Und dann werden wir in der. Wenn wir das fertig haben, werden wir direkt mal unseren kleinen Traktor anschmeißen. Ist das der hier? Nee, ist der andere. Aber mit dem können wir das eigentlich auch mal. Ah, nee, der andere steht ja hier vorne. Genau, mit den anderen machen wir das. Mit den anderen holen wir uns die Ballen. Die Ballen von unserer Wiese. Genau, das hatten wir ja auch noch vor. So. Saatgut ist auch noch voll, das ist sehr schön. Also hier können wir hier sogar noch was reinladen von dem Kalk, glaube ich aber nicht. Da können wir nichts mehr reinladen. Wie sieht es hier aus? Können wir auch nicht. Okay. Okay, dann werden wir die Maschine jetzt erstmal. Wow. Total gegenfahren, das wollte ich nicht. So. Die können wir hier auch mit reinfahren. Wir fahren so rein. Können die Sämaschinen hier hintereinander stellen. Senken wir sie mal. So. Auch noch perfekt raus, das ist sehr schön. So, dann können wir unseren kleinen Hof. Ist ja nicht unser Hoftraktor, ist der andere. Der andere ist unser Hoftraktor. Stellen wir den mal hier schön hin. Den stellen wir auch mal hier hin. Ja, wir können mit den kleinen ja noch mal kurz in die Halle fahren. Und das machen wir dann. So, wo ist denn unser? Da ist er ja. Die Schaufel, die lassen wir mal hier liegen, genau. Auch was wir nochmal machen können, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Nochmal ein bisschen gebeiztes Saatgut, nicht gebeiztes, getrockneten Weizen holen. So, jetzt habe ich. Komm mal nicht da direkt hin. Oh! Total gegenheizt, da ist er noch, da ist der ja. Okay. Auf jeden Fall. Okay. Ja, ach, den habe ich hier stehen gelassen. Ich habe den schon vermisst. Ich wusste gar nicht mehr, wo der ist. Okay. Dann lassen wir das trotzdem da. So, den stellen wir hier ab. Jetzt holen wir erstmal unsere Heuballen vom Feld. Das habe ich ja die ganze Zeit schon gesagt. Jetzt müssen wir es mal langsam machen. Unsere schicken Gabel. Aber dafür werden wir jetzt, glaube ich, noch kein. Wie heißt es? Kein Anhänger holen, weil es sind nur 9 Ballen. Also, ich habe auch gesehen, dass der Stefan auch für die Ballen, die neben seinem Hof sind, auch nicht direkt immer einen Wagen nimmt. So, und die werden wir mal aufeinandersetzen. Steht aber ein bisschen unglücklich, ne? Die muss ich auch mal ein bisschen schieben. So. Langsam. Nur ein bisschen. Sehr schön. Einmal drehen. Das ist blöd, immer. Es öffnet sich immer Curseplay mit der. So, und zack. So.
auch noch. Das ist sehr schön. Rein nach. Haken rein. Das wieder ausmachen. Schafft er das? Eigentlich müsste er das schaffen. So, und dann bringen wir die ersten drei Heuballen auf unseren Hof. Jetzt die große Frage, wo wollen wir sie einlagern? Wo wollen wir sie einlagern? Kommen wir hier gut rein vielleicht? Kommen wir hier rein? Das glaube ich nicht. Ne. Das wird es. Also Plan B, wir stellen sie doch hier rein. Da müssen unser Striegel mal zur Seite. Unser Striegel. Okay, dann nehmen wir mal den kleinen. Dann nehmen wir mal unseren kleinen. Kann er den auch nach vorne anheben? Ich glaube schon, oder? Wenn wir den mal kurz vorne anstellen und hier vorne rechts. Die Halle müssen wir sowieso leer machen. Hier sollen unsere Ballen rein. Sehr schön. Den können wir anheben. Hinstellen ist auch nicht die optimale Lösung. Jetzt brauchen wir das Mähwerk, dann bräuchten wir das. Aber ich lasse das jetzt erstmal da stehen. Das ist erstmal okay. Müssen wir uns mal Gedanken machen, wo wir die hier unterstellen. Wo kriegen wir den da rein? Der ist auch zu hoch. Das ist auch zu hoch. Wir könnten aber den noch reinkriegen, oder? Wow. Toll, jetzt ist er richtig in der Ecke, ne? Den könnten wir hier reinkriegen. Das ist okay. Den können wir da hinsetzen. Dann probieren wir den. Ah, dann machen wir doch nochmal so. Holen wir den Cetera auch noch mal raus, den können wir da auch hinstellen. Und dann können wir den richtig an der Wand stellen. Das gefällt mir schon. Ja, zack, war da mit dir. Wow, bisschen gegenfahren, das wollte ich nicht. Entschuldigung. So, raus. Ich müsste mir doch hier reinkriegen. Wow. Und senken ist drin. Das ist auch gut. So, und die stellen wir da ganz hinten an der Wand. Der Stefan hat sie auch ein bisschen eng. Wir könnten dich aber auch. Hier wollen wir ja eh zumachen. Können wir dich hier hinstellen? Kriegen wir das hin? Das wäre natürlich auch genial, dass wir, wenn wir dich da hinstellen könnten. Dann könnten wir die Sämaschine nämlich nebeneinander stellen. Das testen wir mal. Oder den Düngerstreuer könnten wir da auch hinstellen. Mal. Das muss ich rückwärts machen. Sonst kriege ich das nicht hin mit vorwärts fahren. Da müssen wir rückwärts rein. So. Und. Zack. Jetzt haben wir uns ein bisschen festgefahren. Wir hätten weiter erst reingemusst. So, nochmal.
So, hier steht es doch relativ gut. Da stört es keinen. Wer weiß, wann wir ihn brauchen, weil wir ja nur noch eine Düngestufe drin haben. Ist das okay? So, zack. Die Sämaschine stellen wir gleich richtig. Da haben wir das auch erledigt. So. Auch abgesetzt, das ist sehr schön. Dann unser Gewicht. Dann können wir den auch erstmal abstellen. Dann haben wir hier schön Platz gemacht. Der hat alles nur 11 Minuten gedauert. So, dann können wir jetzt die... Oh, wie habe ich das denn aufgenommen? So. Warum stehen die denn jetzt so schräg? Was ist das denn? So. Da sind die ersten eigenen Heuballen drin, aber da könnten noch kleine Stückchen rüber. Machen wir vielleicht gleich mit dem nächsten. Oder ist okay, dann kommt man noch ein bisschen besser raus und ran. So, dann holen wir schnell die nächsten Heuballen. Dass wir das in dieser Folge auf jeden Fall erledigt haben. Haben wir ein bisschen aufgeräumt, das ist auch sehr schön. Wow. Ja, schiebt sich ein bisschen gerade. Zack. Und zack. Und weiter geht's. Und absetzen. Nicht schön, aber selten. So, und dann bringen wir die nächsten drei Ballen in unseren Hof. Also in unseren Hof heißt das, in unsere Scheune. Ja, unsere Felder. Ah, ich dachte, die sind schon weiter. Oh, wir können ja mal was sich verstellen. Wir können mal wieder auf 5 spielen. Ja, wir haben die ganze Zeit auf 1 gespielt, weil die Nacht war. Wir können, und beim Sehen ist das auch mal doof, wenn man auf 5 oder höher spielt. Dann sieht man die großen Felder, dann ist man hinten angekommen und ist vorne schon gewachsen. Deswegen, jetzt können wir es wieder auf 5 schalten. So. Schieben. Dran, sehr schön. Und dann holen wir die letzten 3. So, haben wir schon dahin. Dann haben wir das auch erledigt. Das ist sehr schön. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob unser eines Feld da unten gedüngt ist. Dazu hätten wir den Striegel, glaube ich, wieder gebraucht. Da können wir mal ganz kurz gucken. Das ist nämlich nicht gedüngt, also brauchen wir den Striegel doch.
Den Striegel brauchen wir doch. Das ist aber kein Problem, jetzt reinzufahren und ihn rauszuholen wieder. Also jetzt gar nicht drauf geachtet, dass unsere andere Wiese, wer fällt 40, wo wir die Wiese gepflanzt haben, noch nicht gedüngt ist. Letzten Ballen. Zack. So. Und ab mit den letzten Ballen. Aber dann holen wir uns doch schon mal den Striegel. Und Striegel nochmal Fleiß in unser Feld 40. Da könnten wir eigentlich den großen nehmen für. Den behalten wir gleich hier, dass wir nochmal das Saatgut gleich mal auffüllen. So, dann können wir die Gabel auch hier abstellen. Das ist sehr schön, haben wir die schon mal. Fahren wir den. Fahren wir. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn die abgestellt? Ach, da, okay. Dann rückwärts. Passt. So, dann holen wir unser getrocknetes Saatgut mal raus. Aus der Trocknung. Warum? Und dann holen wir das uns mal. Und ich würde das gern hier direkt hinkippen. Kann man eigentlich. Moment, aus. Kann man das einstellen, dass das gleich hier reinfällt? Wisst ihr das? Könnt ihr ja mal in den Kommentar schreiben. Ich glaube, ich habe mal sowas gesehen. So, was steht denn? Automatisch spülen. Einsteigen. Was heißt. Abladen, fällt das da jetzt rein? Gehen wir noch mal schnell durch. Schließen. Okay. Ja, dann lassen wir es halt so. Ich dachte, das kann man auch direkt hier abschmeißen, aber das scheint nicht zu gehen. Dann gibt den Hänger voll. Und dann hoffe ich, dass die Wände hier Kollision haben, weil dann kippen wir das direkt hier ab. Auch doof, wenn wir unsere Trocknungshalle voll machen, ne? Können wir da wahrscheinlich gar nicht mehr reinfahren. Oh, wie viel kommt denn jetzt hier rein? Okay.
dachte, so viel ist gar nicht mehr drin. Okay, ist jetzt auch leer. So, okay. Dann werden wir das jetzt anders machen. Ab so hinten, das ist sehr schön. Ah, da ist noch was drin, ne? Das müssen wir auch noch rausholen. Okay. Aber ich würde sagen, das können wir doch noch mal schnell machen. Wo ist er? Du kannst noch mal schnell da bleiben. Das machen wir aus. Können wir noch mal schnell. Holen wir schnell die Hackschnitzel da hinten raus, weil hier würde ich gerne das getrocknete Getreide reinschmeißen. Ich glaube, in echt hat er hier sogar auch sein Getreide drin. Ich weiß gar nicht, warum das so springt. Irgendwie sind die total verbuggt, die Dinger. Ich weiß nicht warum. Traut man sich gar nicht zu fahren, ey. Wäre schlimm. So. Das haben wir. So, und dich kippen wir jetzt noch ab. Das machen wir uns. Das machen wir noch in der Folge. Oder wir machen das in der nächsten Folge, denn ich bin mir nicht sicher, ob die Wand Kollision hat. Das werde ich gleich erfahren. Und ihr in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen bei Bürgerim LP und tschüss.